Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Radio Vom aus Altenholz. Altenholz schlägt mit 28:18 Grün-Weiß-Werder. Bei mir sind Florian und Co-Trainer Max. Schön, dass ihr da seid. Woran hat es gelegen? Die typische Eingangsfrage. Naja, der Altenholz ist seiner Favoritenrolle klar gewesen und hat ganz gut aufgespielt. Wir konnten heute nicht so ins Spiel reinfinden, haben uns da schwer getan, hatten viele 2 Minuten Strafen, haben häufig in Unterzahl gespielt, kamen dann für den für Altenholz auch. Es war ein schwieriges Spiel und es war im Prinzip wie erwartet für uns schwierig. Wir hatten nicht viel zu verlieren und haben Gas gegeben, hat nicht gereicht. Du sagst wie erwartet, wenn man weiß, man fährt eigentlich gerade zur Mannschaft der Stunde so ein bisschen in Altenholz. Sagt man denn, wir müssen heute Vollgas geben, jetzt erst recht? Oder lass mal einen Gang runterschrauben und Kräfte schon für nächste Woche, wenn es wieder richtig schwer wird? Ich glaube, das ist im Handball immer schwierig, wenn man sagt, wir würden gerne Kräfte schonen, weil gerade wenn man anfängt, einen Gang zurückzuschalten, dann ist die Körperspannung nicht mehr da und dann ist die Verletzungsgefahr einfach umso höher. Von daher, gut, jetzt hat sich einer wahrscheinlich bei uns ein bisschen schwerer verletzt. Das ist sehr, sehr unglücklich und sehr, sehr schade. Aber von daher sind wir natürlich voll motiviert in dieses Spiel gegangen. Und unser Ziel war es, von den Mannschaften, die hier bisher aufgespielt haben und teilweise sehr, sehr hoch verloren haben, der beste Gegner zu sein. Das haben wir jetzt leider nicht geschafft. Das ist jetzt, glaube ich, weiter in Flensburg geblieben. Aber dennoch muss ich der Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Kämpferisch ganz, ganz stark. Und dass es am Ende jetzt 10 Tore geworden sind, ist sicherlich ein bisschen unglücklich. Aber trotzdem können wir, glaube ich, erhobenen Hauptes auch nach Hause fahren. Zur Pause 16:11, also da war das noch lange nicht so deutlich. Letzte Woche das erste Unentschieden geholt gegen Bernburg. Also die Moral, ist sie intakt? Absolut. Die ist weiterhin immer noch intakt. Wir haben letzte Woche ein starkes Spiel gezeigt. Zwischenzeitlich klar hinten gewesen. Dann nochmal komplett rangekämpft. Wir haben Moral von vorne bis hinten gezeigt. Also es war ziemlich gut letzte Woche. Was zieht ihr für euch als Mannschaft da raus? Von dem letzten Spiel oder von diesem jetzt? Von letzter Woche aus. Von letzter Woche. Wenn wir zusammen stehen können, dann können wir auch schwierige Gegner bespielen und sind immer noch voll drin. Wir können weiterhin Punkte sammeln. Nächstes Auswärtsspiel in Flensburg, wieder hier oben. Was ist da drin? Ja, primär sind ja pro Spiel 2 Punkte zu vergeben und wir hätten die natürlich gerne. Muss man gucken. Also in Flensburg hat ja die letzten Jahre auch gezeigt, dass da schon Mannschaften, die etwas höher eingeschätzt waren, auch verloren haben. Aber wir sagen, jedes Spiel fängt halt bei 0-0 an und wenn Flensburg gegen uns gewinnen will, müssen sich das auch erstmal verdienen. Und von daher versuchen wir natürlich schon zu gewinnen. Also alles andere wäre auch utopisch, weil dafür ist man Sportler. Also ich spiele nicht, um knapp zu verlieren, sondern ich spiele, um Spiele zu gewinnen. Von daher. Ich bedanke mich bei euch. Sehr gerne. Kommt gut nach Hause und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Okay. Ciao.